Genau das bin ich auf der Toilette, nachdem ich indisch essen war mit den Jungs. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Banger-Video, mal wieder pünktlich um 14 Uhr, so wie immer halt. Ja, ich hoffe euch geht's gut und falls nicht, keine Sorge, ich bin für euch da und versüßt euch ein bisschen den Tag. Der Bre wollte doch nur eine Runde cruisen. Ey, habt ihr einen Schlauch oder was? Alter, er hat ihn wirklich um so 5 cm verfehlt. Liebes YouTube-Team, alles ist gut. Das war nur ein geprobter Stunt und wurde von Stunt-Profis ausgeführt. Keine Person konnte sich hier verletzen, alles ist gut. Ey, jetzt aber mal Real Talk, wie knapp war das? Der Typ wollte dann nur entspannt langradeln, auf einmal kommt da noch ein anderer von oben geflogen. Ey, habt ihr einen Schlauch oder was? Habt ihr einen Schlauch oder was? Ihr seid ja wohl nicht mal ganz sauber. Das war echt knapp. Fast wäre es eskaliert. Und ich glaube, hier bei diesem Piloten ist es wirklich eskaliert. Der Pilot mag mein T-Shirt nicht. Okay, was ist denn das T-Shirt? Yo, 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 yo. Na, ich distanziere mich davon. Wer auch immer hier jetzt gelacht hat, ist absolut gottlos. Schämt ihr euch nicht? Sag mal, was soll das denn? Und ich glaube, so wie das auch hier aussieht, wurde der Bre safe aus dem Flugzeug geworfen. Aber auch selber schuld mit so einem T-Shirt. Guckt mal, die hier waren schön bei Nusrit essen. Und erstens, wer auch immer in so ein Restaurant geht und sich wirklich ein vergoldetes Steak holt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Oh, Bruder, das tut mir echt leid. Mein aufrichtiges Beileid. Das sind echt miese Zeiten. Er dachte einfach, er bekommt als erstes das Steak in den Mund. Schön von Nusret Abi selber. Aber nix da. Das tut mir echt leid, Mann. Wie selbstverständlich er den Mund aufgemacht hat, weil er dachte, er ist jetzt dran. Der hat echt reingeschissen. Okay, schaut mal, hier sehen wir wieder eine klassische Gender-Reveal-Party. Also, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ach du heilige Scheiße. Der Vater sieht gar nicht glücklich aus, ne? Der wollte unbedingt einen Sohn. Für den bricht gerade seine Welt zusammen. Der hat gar keinen Bock mehr. Da war auch überhaupt gar keine Reaktion. Ist ihm auch egal. Kompletter Tag jetzt gelaufen. Der wird richtig sauer danach. Trinkt dann erstmal einen Monster und wird aggressiv im Haus. Und sie weiß das auch. Sie wusste ganz genau. Oh, sch**. Wenn das ein Mädchen wird, ist hier nachher Krawall angesagt. Genau so kann ich mir das vorstellen. Low-key, ich fühle den Schmerz ein bisschen von ihm. You know what time it is? Ach so, dafür ist es also Zeit, ja? You know what time it is? Yeah, yeah, I know the time. The time right now is... Was hat er da gemacht? Falls er zu Hause lebt, das wird noch richtig Ärger geben. Und das war ja genauso glatt wie bei mir gestern. Ich war gestern Abend nochmal unterwegs. Ich bin zu einem Homie gegangen und die Straßen waren so unglaublich glatt. Ich musste so langsam laufen, weil es mich fast aufs Maul gelegt hätte. Und fast wäre mir auch sowas hier passiert. Das war echt kein Spaß, da unterwegs zu sein. POV, du willst ein Mädchen in der Disco ansprechen und dann sowas. Punkt, Punkt, Punkt. Wer kennt's? Na, Cockblocker. Ey, das ist das Schlimmste. Und wieso erfüllt sie auch alle Stereotypen? Sie sieht genauso aus, wie man sich das Klischee vorstellt von einer Freundin, die sowas macht. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ich habe genau das Meme gefunden, was darauf passt. Es ist Real Talk, einfach 1:1 das gleiche Bild. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Typ vom Facebook Marketplace ist vorbeigekommen, um seine Golfbälle abzuholen. So ist es gelaufen.
Yo, das ist abgefuckt. Und es ist auch noch abgefuckter, dass er wegrennt. Aber real talk, ich kann es schon ein bisschen verstehen. Wäre mir sowas passiert, wenn ich irgendwo diese Golfbälle abgeholt habe. Wahrscheinlich waren die auch noch gratis, also juckt sowieso nicht. Und dann fallen mir alle runter. Ey, ein Scheiß, werde ich das jetzt sauber machen und die alle wieder aufheben. Na, ich hau rein. Er hat das Richtige gemacht, ich bin ehrlich. Was muss sich der andere gedacht haben, als er das auf seiner Kamera gesehen hat? So, meine Damen und Herren, macht euch mal wieder bereit für eine ultra smarte Idee von schlauen Menschen. Wieso? Wieso fängt das schon so an? Warum muss das Motorrad unbedingt mit auf das andere Boot? Und wieso muss es über so eine kleine Holzplanke? Yo, ihr habt absolut reingeschaut. Wie die jetzt da so stehen. Ja, das Motorrad ist leider weg. Aber warum? Warum habt ihr das auch getan? Und warum ist dieses Boot auch so ultra weit weg? Hätte das nicht noch ein kleines Stück näher rangekonnt? Es musste passieren. Sie haben es echt drauf angelegt. Ein Freund von mir hatte letzte Woche seinen ersten Tag bei McDonald's. Und schaut mal, was er direkt gemacht hat. Ein Fried Eggs for the first time. Ja, ihr seht richtig. An seinem ersten Tag dachte er sich, hey, was passiert eigentlich, wenn ich Eiswürfel in die Fritteuse stecke? Yo, okay. Ja, das ist halt ein guter erster Tag, ne, würde ich sagen. Ey, was hat er gemacht? Der Bree war nicht mal 5 Stunden durch und hat einfach die Küche geflutet mit Fritteusenfett. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Letztens, als ich mit meinen Kollegen gechillt habe, haben wir das auf dem Boden gesehen. Yo, was hat die Kakerlake da vor? Einfach straight up den Stümmel genommen. Vielleicht ist ja noch was dran. Die Kakerlake wird sich heute einen fetten Zuhause machen. Es geht heute dicke Party unten mit den Jungs. Oder sie macht gerade eine schwere Zeit durch und braucht einfach was für die Nerven. Ich glaube, ich habe den ehrenlosesten Typen auf dieser Welt gefunden. Er hat keine Tickets mehr für das Festival bekommen. Und da dachte er sich, wenn er keinen Spaß haben darf, dann darf niemand Spaß haben. All I need is a love. Yo, 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 was hast du da an dem Stromkasten vor? Er hat einfach den Strom gezogen, mal kurz das Netzteil rausgezogen und das komplette Festival ist lahmgelegt. Yo, das ist echt gottlos, Mann. Das ist wirklich ehrenlos. Ich denke gerade nur an die ganzen Leute, die schön dort auf diesem Festival waren und sich auf einen richtig geilen Abend gefreut haben. Und dann passiert einfach sowas. Und das dauert safe auch noch Stunden, um das wieder anzubekommen. Der Typ hat wirklich die komplette Leitung lahmgelegt. Yo, das ist echt gottlos, Mann. Du bist echt ein schlechter Mensch. Und ich glaube, Karma wird noch regeln. Die zwei wollten hier so einen Teelichtballon starten lassen und guck mal, was passiert. Shofir, hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omon uyimizga yetib olamizmi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Alloh razi bo'lsin. Wow, der ist einfach ins Dach reingeflogen. 12 Sekunden später. Yo, what the f***? Oh mein Gott, ich dachte eigentlich am Anfang, das wird so ein schönes Video. Sie lassen so einen Ballon steigen, ey, und er fliegt da so richtig cool hoch, so richtig episch. Und jetzt? Uff, das ist echt scheiße gelaufen, Mann. Das ist echt, ja, das tut mir echt leid. Oh mein Gott. Dort ist natürlich auch nichts Ernsthaftes passiert. Es war nur eine Scheune, die an der Seite stand, liebes YouTube-Team, okay? Okay, okay. Ein Briefkasten ist ja 4 Briefe, wie der Name schon sagt. Warum nochmal muss ich da packen, eine Pampern, die was 10-mal zu groß sind für den Schwitzer. Da zucke ich gleich wieder so viel aus. Okay, also ich verstehe ja schon, dass es ab, wenn das Paket nicht rauskommt, aber der gute Briefkasten, Mann. Ich kann das auch einfach nicht ernst nehmen mit diesem Dialekt. Warum
nochmal muss ich da Backeln reinpampern, die was 10-mal zu groß sind für den Schwitz da. Da zuck ich gleich wieder so viel an. Hey, diese Österreicher sind wirklich auf einem anderen Level unterwegs. Der Bruder hatte wirklich persönliches Problem mit dem Briefkasten. Ihr kennt doch sicherlich alle diese Videos, wenn draußen so Leute gefragt werden. Einfach so allgemein wissen. Name one country with X in its name. 30 seconds. Bro, you got this. I know you do. Luxembourg. Yes, that's right. Let's go, baby. Ja, und hier wurde einfach mal ein Obdachloser gefragt. Can you name me a country that starts with A but doesn't end with A? Ey, was passiert denn hier heute? Dieses Video ist so unglaublich random. Aber irgendwie habe ich auch echt nichts anderes erwartet. Ich könnte alles darauf verwetten, dass das irgendwie in New York in der U-Bahn-Station stattfand. Oh Mann, ey. Alltag Duisburger Hauptschule. Yo, wie unauffällig. Wer war das wohl, hä? Noch schnell den Rauch weggemacht, damit's auch niemand riecht. Wie kommt man schon wieder auf so eine Idee? Stell dir mal vor, welche hatten unten Pause auf dem Schulhof und da fliegt auf einmal ein Böller auf den Tisch. Ja, das ist Real Talk Duisburger Hauptschule. Und naja, Freunde, falls ihr Duisburg feiert, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.